Hey Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21. Moment mal, FIFA Mobile 21 Video? Eher gesagt FIFA Mobile 22 Video, Freunde. Let's go! Hier auf meinem Kanal. Freunde, EA hat die Beta für FIFA Mobile 22 rausgehauen. Ich werde euch natürlich in diesem Video sagen, die wichtigsten Informationen sagen. Ich werde euch Bilder reinhauen, die es schon gibt. Und Freunde, es wird einfach wild, also schon mal jetzt gerne ein Like, Abo da lassen. Und Freunde, danke auf jeden Fall für euren Support für die Premiere. Vorhin gab es noch eine Premiere, weil ich mir Louis Füger abgeholt habe. Aber Freunde, ich muss heute einfach nochmal ein Video hochladen zu der Beta, weil das ist wirklich ziemlich wild, was EA da jetzt gestern rausgehauen hat. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Die Beta ist leider erstmal nur, Stand jetzt, für Android verfügbar, Freunde. Für Android ist verfügbar, für iOS noch nicht, Stand jetzt. Kann sich aber vielleicht noch ändern, weiß man noch nicht von EA, da haben sie jetzt noch nichts gesagt. Also weiß man nicht, ob es nochmal für die iOS-Spieler rauskommt. Wäre auf jeden Fall nice, weil ich will es auch mal spielen, Freunde. Ich will es auch spielen, mal testen, aber ich kann es halt nicht. Ja, dann die zweite Sache. Aktuell ist die Beta nur in drei Ländern verfügbar, und zwar Kanada, Rumänien und Indien. So, aber man kann das Ganze umgehen. Und das sage ich euch jetzt hier. Gibt es euch den Tipp an die Leute, die halt, wie gesagt, Android haben und jetzt zum Beispiel nicht in Rumänien, die halt nicht in Rumänien, Indien oder Kanada wohnen, gebe ich jetzt einen Tipp, wie ihr es trotzdem herunterladen könnt. Also, es gibt einen Link. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da drückt ihr drauf. Dann könnt ihr es herunterladen. Dann, zweiter Schritt, wichtig, ihr müsst euch im, wie heißt es? Google Play Store. Genau, Google Play Store müsst ihr euch ein VPN herunterladen. Und da, da müsst ihr dann Land, entweder Kanada, Rumänien oder Indien auswählen. Und dann sollte es gehen, so habe ich es jetzt mitbekommen. Falls ihr was falsch erklärt habt, berichtigt mich gerne in die Kommentaren. Auf jeden Fall, Freunde, wie gesagt, geht auf den Link in der Videobeschreibung. Dann ladet euch ein VPN runter im Google Play Store und gibt dann einfach Google Play Store VPN eingeben. Und da kommt da schon, glaube ich, eins oder ein paar. Und dann müsst ihr eins herunterladen und dann gebt ihr einfach bei Land dann Indien, Kanada oder Rumänien an, Freunde. Und dann habt ihr es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es funktioniert. Also so habe ich das halt von den ganzen anderen Leuten gehört. Und genau, ich werde euch auf jeden Fall jetzt im Laufe des Videos nochmal ein paar Bilder von FIFA Mobile 22 von der Beta einblenden. Also die neuen Karten sehen schon, also die Farbe ist gleich, aber natürlich das Kartendesign ist wieder anders. Dann, Freunde, was richtig geil ist. Oh mein Gott, Freunde, ich bin da so drauf gehypt, ne? Es gibt einfach Auswechslung, Freunde. Es gibt einfach Auswechslung. Man kann auswechseln, Freunde. Wie geil, ey. Ich weiß noch, als wir den Talk hatten mit hier Packstrader, Josh da und mit All About, und da haben wir uns das ja alles gewünscht. Und es kommt einfach, Freunde. Es kommt wirklich so, wie wir es uns gewünscht haben. Es gibt unter anderem, man kann die Stadien bearbeiten, man kann das Wetter bearbeiten. Also ihr könnt euch jetzt beim Stadion zum Beispiel, keine Ahnung, Old Trafford auswählen oder von das Etihad Stadium oder Parc des Princes könnt ihr euch auswählen. Dann, man hört auch Kommentatoren, Freunde. Also wie gesagt, ich blende euch jetzt ganz viele Bilder ein. Es gibt eine neue Pack-Animation für die Spieler. Freunde, ey, ich bin so fett gehalten. Und wie gesagt, das ist ein Beta, das ist nicht FIFA Mobile 22, sondern es ist eine Beta. Für alle nochmal kurz der Begriff, eine Beta ist so eine kleine Vorversion, wo man halt mal ein bisschen reinschnuppern kann in das neue Game. Und die gibt es ja wirklich offiziell. Ich hatte ja mal vor ein paar Wochen schon mal ein Video dazu hochgeladen, da war wohl ein Fehler. Also da hat EA das schon irgendwie auf Instagram angeblich ja rausgehauen, also bekannt gegeben. Habt ihr auch im Video nicht mehr gesehen, aber das wurde wieder dementiert. Oder auch Leaker haben halt auch gesagt, dass es nicht stimmt. Aber jetzt ist es wirklich davon. Jetzt gibt es offiziell. Und wie gesagt, erstmal nur für die drei Länder. Ich hoffe wirklich, dass es auch für Deutschland noch rauskommt. Ich hoffe wirklich, dass es noch für iOS rauskommt. Weil ich will das zocken, Freunde. Es sieht wirklich so geil aus. Ihr seht ja hier die Bilder und ihr könnt euch ja selber davon überzeugen, wie geil einfach auch das Gameplay ist. Also wie gesagt, man kann auch das Wetter einstellen. Man kann schneien lassen, man kann es regnen lassen, Freunde. Es ist wirklich zu geil. Auch diese Pack-Animation, das ist ja gerade schon gesagt. Es sieht wirklich richtig geil aus, wenn man hier zum Beispiel Ronaldo gezogen hat oder Messi, oder keine Ahnung. Ey Freunde, ich bin einfach wirklich nur richtig gehypt. Ich bin wirklich richtig gehypt, und was auch richtig geil ist, man sieht ja auch auf dem Spielfeld, wenn man hier zum Beispiel ein Spiel hat, sieht man an der Seite so Auswechselspieler, Freunde. Das finde ich so geil. Das sind so kleine Details, so kleine Details. Die finde ich am geilsten, Freunde. Die finde ich wirklich am geilsten. Ey Freunde, ich bin wirklich ultra gehypt. Ich bin jetzt schon, also ich sag jetzt schon von der Beta her, ich glaube FIFA Mobile 22 wird das beste FIFA Mobile, ja. Was es da jetzt schon alles gibt. Und Freunde, man muss sich so überlegen, die Beta hat ja Sachen, die ja dann wahrscheinlich auch das echte Spiel haben werden. Also zum Beispiel, man kann davon ausgehen, dass die Vollversion dann
auch Auswechslungen hat, auch Spielkommentatoren hat. Ey, Freunde, ist geil. Und Fangesänge gibt es auch irgendwie. Also richtige Fangesänge, nicht immer nur, wie man jetzt so als Angriff spielt, dieses Oh oder oder so. Oder auch so richtige Fangesänge. Ey, Freunde, ich bin wirklich so gehypt. Ich bin wirklich so krass gehypt. Also, Freunde. Ja, könnt ihr auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ist natürlich ganz klar. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir wirklich alles in die Kommentare. Oder Fragen, ich versuche so gut wie es geht zu beantworten. Oder auch was sonst, schreibt alles in die Kommentare. Und genau, Freunde, das sollte es erstmal so grob gewesen sein von dem Video. Es war, wie gesagt, nur so ein kleines Aufklärungsvideo, ein paar Infos für euch, damit ihr Bescheid wisst. Genau, Freunde, checkt auf jeden Fall nochmal die Premiere von vorhin ab. Lasst da gerne auch nochmal ein Like da beim Video, wir haben uns viel abgeholt, absolut wild. Checkt auch, es gab ja nur ein Video, ich wollte noch was sagen, aber es gab ja nur ein Video heute. Morgen, Freunde, Team Upgrade. Sehr, sehr nice. Mal gucken, ob wir die 200 jetzt geknackt haben. Man weiß es nicht. Vielleicht habe ich sie ja geknackt. Man weiß es nicht, Freunde. Müsst ihr morgen einschalten. Und natürlich am Donnerstag dann der Livestream 19.30 Uhr. Wird auch nochmal eine richtig, richtig geile Sache. Wir werden nochmal ein paar Packs öffnen. Wir werden ja vielleicht auch über FIFA Mobile 22, über die Beta talken. Und noch über vieles mehr, Freunde. Also wie gesagt, Donnerstag Livestream 19.30 Uhr. Wird auch der letzte Livestream vom Vorfestival-Event sein. Weil ja danach endet es ja bald. Und am Donnerstag werde ich ja dann... Also nächsten Donnerstag werde ich ja dann zum neuen Event streamen, zum Freeze-Event, Freunde. Also es wird auf jeden Fall, die nächsten Tage werden wild, FIFA Mobile 22 wird wild. Also wie gesagt, schreibt mir eure Kommentare runter, alles runter mit, Fragen, etc. Alles damit runter in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, Freunde. Also lasst gerne ein Like und lasst gerne ein Abo da, ganz klar, Freunde. Also wenn es euch gefallen hat, wenn es euch hilfreich war, lasst gerne wirklich ein Like, lasst gerne wirklich ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Auf meinem Kanal findet ihr wirklich alle Infos immer zu FIFA Mobile 22. Wenn ihr welche braucht, findet sie auf meinem Kanal. Also ein Abo lohnt sich auf jeden Fall, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.